Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. 2015 sind nach der Organisation IOM 3771 Kinder, Frauen und Männer auf der Flucht nach Europa im Mittelmeer gestorben. Ich erinnere mich, wie schwer mir ums Herz war. Ich meine, das teile ich wahrscheinlich mit dem einen oder anderen, weil wir am Anfang doch nur gewissermaßen ohnmächtig davor standen. Wie erklärt man irgendwann mal seinen Kindern oder Enkeln, dass wir oder dass sie jetzt in Urlaub fahren an etwas, was irgendwie zu einem Massengrab geworden war? Und wir haben vielleicht nicht genug unternommen. In meiner Fraktion haben wir damals angefangen zu diskutieren, Fluchtursachen, Flüchtlinge, Flüchtlingspolitik, was wollen wir tun? Und zum ersten Mal auch über die Disziplinen hinweg die Aufnahme von dann Hunderttausenden Asylsuchenden hat unser Land finanziell, personell, organisatorisch ziemlich herausgefordert. Aber unser Staat hat bewiesen, und der Bericht belegt das auch auf einigen Seiten in der Mitte, das Institut für Menschenrechte hat uns das letzte Woche in der Anhörung auch noch mal deutlich bestätigt, dass Deutschland in dieser Verantwortung gut reagiert hat. Nicht an allen Stellen richtig, aber gut reagiert hat und wir diesem Anspruch gerecht werden. Das waren mutige Entscheidungen, die unser Land, die unsere Kanzlerin getroffen hat, und da bin ich ziemlich stolz drauf. Inzwischen geht es dann aber nicht mehr nur um Deutschland, sondern auch um eine gemeinsame europäische Aufgabenbeschreibung, ein Asylsystem. Die Herausforderungen können nur gemeinsam angegangen werden, zumindest als Europäer. Das einzig möglich erfolgreiche Handeln könnte das Gemeinsame sein. Wir erleben eine Polarisierung der Gesellschaften. Einer meiner Kollegen hat das eben vorhin gesagt, die Migrationsströme dann noch verschärfen. Die Wahlen in den USA, in Frankreich scheinen eine Spaltung unserer Völker innen drin aufzuzeigen. Da sind die Liberalen, die Weltliberalen auf der einen, die sogenannten Patrioten auf der anderen. Und die Anführer der Letzteren stellen uns vor uns gut erinnerten bekannte Gefahren. Fremdenfeindlichkeit, Populismus, Isolationismus. Und das ist das Klima, in dem sich die Menschenrechte dann besonders auch genannt unter diesem Begriff des Shrinking Space behaupten müssen und unter Druck geraten, wie das ebenfalls auch Kollegen gesagt haben. Wenn der US-Präsident dann in diesem Klima, bezogen auf die Wahl, habe ich es ja gerade schon gesagt, illegale Einwanderer von ihren Kindern bereit ist zu trennen, wenn er, wie wir jetzt seit die Debatte dran ist, wissen, da musste ich mein Skript ändern, den Klimaschutzkonsens eben kündigen wird, damit dann ausgetrocknete Böden, mangelnde Ernährung, fehlende Wasserversorgung unabdingbar Folge davon ist, wenn er während dem Wahlkampf Frauen beleidigt, und wir wissen noch viel mehr, dann ist das ein Klima, dann sind das Signale, wo sich dann andere Länder gerne drauf berufen. Wir dürfen gegenüber den schon offenbaren und auch noch angekündigten Menschenrechtsverletzungen nicht schweigen. Und dieses Jahr ist jeder 50. Flüchtling eben auf dem Weg über dieses Mittelmeer ertrunken. Fast alle aus Nigeria, Eritrea, anderen afrikanischen Ländern, weil sie dort nicht die nötige Zukunft sehen. Ich möchte meine Schwerpunkte auf folgende Begriffe setzen. Humanitäre Hilfe, was wir in unserem Ausschuss bewusst als Ausschuss Menschenrechte und humanitäre Hilfe begreifen und was auch dieses Ziel Nummer 1 in der Agenda 2030 ist, keine Armut. Zum Zweiten natürlich Shrinking Space. Das Dritte ist, ich möchte es beispielhaft machen an Afrika, an dem Kontinent, der unser Nachbarkontinent ist. Dann das Thema, was Sie, Herr Königs, angesprochen haben, die Kohärenz herausfordern, wo ich tatsächlich noch Nachholbedarf sehe. Und zum Schluss die Verantwortung. Kapitel D in diesem Bericht der Bundesregierung, den ich übrigens beglückwünsche, dass er in diesem Format auftaucht und auch in dieser Aufteilung, geht auf den Zukunftsblick ein. Also erstens, Afrika ist in unserer Betrachtung eben nicht, bitte nicht, nur immer dieser Elend und Krieg. Von wegen, wir können uns mal mit Afrika beschäftigen auf einer positiveren Art und Weise der Erwartung. Wir haben 54 Länder, 55 Mitglieder der Afrikanischen Union. Da sind so viele inzwischen kreative, gebildete, boomende Jugendliche. Die digitale Revolution findet dort schneller statt als hier, und wir hinken hinterher. Netzunabhängige Kleinstsolarenergiesysteme, eben afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme.
Ich nehme Afrika je länger, je mehr nicht mehr als die kleine Schwester da, die wir zur Betreuung haben, sondern als großen Bruder, der uns was zu bieten hat. Und ein wenig der Auseinandersetzung fordert, dass wir uns auch auf dieser Augenhöhe miteinander begegnen. Wir sind Nachbarkontinente. Es braucht mehr nachhaltige und stärkende Beziehungen untereinander. Aber natürlich ist da die Diskrepanz. Letzten Monat hat Herr Adesina, der Präsident der Afrikanischen Union, zu einigen von uns Folgendes erzählt. Da ist ein junger Mann in Mali. Der sucht einen Job. Der hat auch die Ausbildung, um sein Leben zu unterhalten. Er ist motiviert, optimistisch, bereit, viel zu arbeiten. Aber er wird nicht angestellt, weil ein Grund im Weg steht. Er hat noch keine Erfahrung. Und wieder bekommt er eine Ablehnung. Und dann hört das jemand ihn reden und sagt, kommt zu ihm und sagt, ich hätte da was. Und er freut sich natürlich wie blöd. Und er ist dankbar, bis er hört, was der Mann ihm anbietet. Sie können Terrorist werden. Da kommt diese Spaltung, da kommt diese Ursache, auch die Fluchtursache tritt zutage. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Regierung macht, und das haben jetzt einige Kollegen auch gesagt, sehr viel von diesem Richtigen, was es da braucht. Dieser Marshallplan nicht für, sondern mit Afrika. Es geht darum, die höhere Wertschöpfung auch durch Ausbildung in den afrikanischen Ländern, mehr Beschäftigung zu kreieren, Wachstumschancen zu kreieren. Nicht mehr Entwicklungshilfe im engeren Sinn, sondern wenn, dann auch immer nur unter dem Menschenrechtsvorsatz. Und es zeigt dieses Jahr ein Gipfeljahr, ein Afrika-Jahr, der Gipfel in Hamburg wird unter dieser Maßgabe Priorität haben. Der EU-Afrika-Gipfel in Abidjan im November, das Afrika-Jahr. Das BMWI hat es als Thema genommen, das Finanzministerium. Das muss unbedingt fortgeführt werden, weil wir müssen diesen Shrinking Space zurückfahren. Der dritte ist dieser Gedanke der Kohärenz, die unbedingt erforderlich ist und in Leitlinien übrigens schon formuliert. Aber das müssen wir noch umsetzen. Nur ein Beispiel, Entwicklungs-, Sicherheits- und Handelspolitik. Ich weiß, dass Sie als Linke da nicht so fröhlich drüber sind, aber die müssen besser miteinander vernetzt werden. Und zu den Bemühungen kann ich nur Mut machen. Aber Kohärenz, ehrlich, da gehört auch dazu, dass es kohärente Konsumenten in unserem Land gibt. Wir dürfen dann nicht hingehen und den Kaffee und die Cola und die Schokolade so dafür ausgeben, dass am Schluss aber dort unten in der Elfenbeinküste einfach nichts mehr beim afrikanischen Bauer ankommt, sodass er seine Kinder nämlich in die Sklaverei schicken muss. Es geht nicht, dass wir die Fischbestände vor Westafrika einfach leer fischen und gleichzeitig den Menschen vorwerfen, dass sie überhaupt nach Europa kommen wollen. Es geht nicht, wenn wir aus den Handys das Coltan aus dem Ostkongo nutzen und damit die Kriegsökonomie auch ein bisschen nähern und das Blutbad verschlimmern, dass wir das leichtfertig machen und nicht in Verhandlungen zum Punkt machen. Und wir sind mit dem nationalen Aktionsplan vielleicht auch nicht so weit, wie Sie, Herr Kollege, wollten, aber die ersten Schritte sind gemacht. Mein letzter Punkt. In dem Ausblick, in dem Bericht steht sehr deutlich, dass wir allerdings auch, und das ist auch im Entwicklungsausschuss sicher, nicht einfach sagen können, was dort zum Beispiel in Afrika passieren muss. Wir brauchen die Menschen dort. Die politischen Eliten müssen Verantwortung übernehmen. Da braucht es schmerzhaft nötige Prozesse. Die afrikanischen Probleme müssen afrikanische Lösungen bekommen. Da braucht es noch eine ganze Menge an Arbeit. Das können wir auch nur unterstützen. Und deshalb möchte ich mit zwei Zitaten von Mandela, einem meiner Heroes aus Afrika, zum Ende kommen. Wenn man einen hohen Berg bestiegen hat, stellt man fest, dass es noch viele, viele andere Berge gibt. Und in dem Wissen um die viele Arbeit, die vor uns liegt und der nächste Bericht dann auch kommt, brauchen wir trotzdem jeden Einzelnen vor Augen. Und da sagte er, einem Menschen seine Menschenrechte verweigern bedeutet, ihn in seiner Menschlichkeit zu missachten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich schließe die Aussprache.